Hallo und herzlich willkommen zum Basic Video 1. In diesem Video geht es um die Unterscheidung von geraden und ungeraden Prismen und um das Erkennen von Prismen, die uns im Alltag begegnen. Du wirst gleich ein paar Gegenstände sehen, die du vielleicht aus dem Alltag schon kennst. Welche dieser Objekte sind Prismen? Stoppe kurz das Video und überlege. Danach gibt es eine Auflösung. Nun zur Auflösung. Die rot eingeringelten Fotos zeigen Prismen. Beginnen wir zum Vergleichen in der ersten Reihe. Das erste Foto zeigt einen Quader, also ein vierseitiges Prisma. Das zweite Foto zeigt ein dreiseitiges Prisma. Das dritte Foto zeigt kein Prisma. Nun zur unteren Reihe. Das erste Foto zeigt wiederum kein Prisma. Das zweite Foto zeigt einen Würfel, also ein vierseitiges Prisma. Im Introvideo hast du gerade Prismen kennengelernt. Aber Prismen können auch ungerade sein. Also wie zum Beispiel das Prisma rechts. Betrachten wir noch einmal ein gerades Prisma etwas genauer. Alle Seitenflächen stehen normal auf die Grundfläche. Das bedeutet, dass eine Seitenfläche und die Grundfläche einen rechten Winkel einschließen. Nun zum ungeraden Prisma, welches auch schiefes Prisma genannt wird. Die Seitenflächen eines ungeraden Prismas stehen nicht normal auf die Grundfläche. Also die Grund- und die Deckfläche dieses Prismas liegen nicht direkt übereinander, aber die beiden Flächen sind trotzdem kongruent und parallel zueinander. Die Seitenkanten sind gleich lang und parallel zueinander. Die Höhe ist der Abstand zwischen der Grund- und der Deckfläche. Die Höhe wird normal auf die Grundfläche eingezeichnet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.